Einen schönen guten Abend wünsche ich allerseits. Und willkommen zu unserer neuen Folge zu den parapsychologischen Geräten, die wir auf unseren Untersuchungen einsetzen. Damit ihr euch erstmal besser sehen könnt, machen wir jetzt gerade erstmal das Licht an. Ja, ihr seht eine andere Location, als wir sonst wählen für unsere Playlist für die parapsychologischen Geräte. Mit dem Hintergrund, das Thema ist Licht. Beziehungsweise ihr werdet sehen, wir zeigen dann in den folgenden Videos auch noch andere Kameratypen. Und gerade bei der Arbeit im Dunkeln sind natürlich besondere Anforderungen dran geknüpft. Wir fangen an mit dem Paralight. Para, einfach weil es gut klingt, haben die Erfinder sich so ausgedacht. Und technisch gesehen ist das eigentlich nur ein EMF-Meter. Wenn ihr das Grundprinzip zu einem EMF-Meter nochmal sehen möchtet, beziehungsweise noch gar nicht schlecht gesehen habt, empfehle ich euch dringend das Video anzuschauen, das ihr auch in unserer Playlist zu den Geräten findet. Deswegen, ich gehe jetzt noch nicht nochmal genau darauf ein, wie ein EMF-Meter funktioniert, sondern speziell auf das hier und die Unterschiede zu den bereits vorgestellten Varianten. Ja, wie ihr seht, das Ding könnte man halten, man kann es tragen. Es ist aber an sich für eine mobile Untersuchung in dem Sinne nicht geeignet, sondern es ist zum Aufstellen gedacht. Es ist eher als stationäres Gerät zu sehen. Nein, das hat jetzt nicht reagiert auf irgendein Magnetfeld, sondern weil es dagegen gekommen ist. So. Natürlich, wenn das Ding ruhig steht, passiert das nicht. Ihr seht, auf Wind reagiert es auch nicht. Machen wir ein bisschen Wind. Nein. Entweder weil der Sensor halt berührt wird oder aber weil halt ein elektromagnetisches Feld emittiert wird. Das misst es dann wie jedes andere EMF-Meter. Nachteil, wie gesagt, es ist halt stationär. Vorteil, es ist sogar deutlich empfindlicher als das K2. Es hat einen größeren Wirkradius, es fängt ein größeres Spektrum an magnetischen Wellen ein. Sprich, mit dem Ding können wir mehr sehen. Es hat ungefähr die fünffache Leistung von dem K2 EMF-Meter, was es als Untersuchungsgegenstand praktisch macht. Nun sieht man natürlich im Hellen das nicht besonders gut. Man hört das akustische Signal. Immer wenn ein Magnetfeld sich bewegt oder so, dann ändert sich die Farbe, je nachdem wie stark es ist und das Signal ertönt. Wir werden das mit einem Smartphone darstellen, bekannt aller Geräte. Dazu muss man sagen, das Gerät, die Messung geht trichterförmig nach oben. Das heißt, wenn ich mit dem Gerät von unten komme, passiert hier gar nichts. Auch bei den Seiten wird es schwer. Von oben kann ich nicht nah genug rankommen, weil meine Hand quasi im Weg ist. Wir zeigen euch das aber gleich, wenn ich es Richtung Boden stelle. So, und ja, das machen wir jetzt auch. So, ich habe es mal auf den Boden gestellt. Ich denke, man kann es gut sehen. Das Licht hier ist natürlich taghell, Gott sei Dank. Und wenn ich jetzt mich mit einem Magnetfeld von dem Gerät hier nähere, dann müsste man sehen, dass es ausschlägt. Ja, wie weit darf ich ran? Ja, das ist schon die höhere Stelle. Ihr seht, wie bei jedem Magnetfeldmeter, kommt es auf die Entfernung an, umso näher ich gehe, umso weiter schlägt es aus. Gehe ich mal bis hierhin, komme im blauen Bereich. Umso tiefer ich gehe, umso höher wird der Bereich. Klar, dann komme ich ganz nah an den Sensor, leuchtet es auf. Ich zeige euch das nochmal im Dunkeln. So, auch wenn ihr mich jetzt nicht seht, ihr hört mich, vertraut mir, ich stehe dahinter immer noch, ich habe jetzt nichts getrickst. Quasi, das ist auch der Sinn der offenen Untersuchung. Man ist quasi nicht vor Ort, weil man gerade an einem anderen Bereich ist. Man hat vielleicht noch eine Kamera aufgebaut und Magnetfeld können wir ja nicht wirklich wahrnehmen. Und dann steht das Gerät quasi irgendwo rum und Folgendes passiert. Ein Magnetfeld, hier dargestellt durch das Smartphone, nähert sich. Das Ding fängt wunderschön an zu blinken, ist relativ gut und weit zu sehen und gibt auch noch ein akustisches Signal von sich. Wir wissen quasi damit, aha, hier ist quasi ein Magnetfeld unterwegs. Und ich zeige euch jetzt das nochmal, es steht auf dem Boden. Wie gesagt, wenn ich von oben komme, leuchtet schön. Selbst wenn ich von der Seite komme, dann wird es schwer. Dann reagiert es quasi nicht oder nur wenig. Je nachdem, wie hoch ich dann gehe. Weil, wie gesagt, der Messcenter ist nach oben und reagiert trichterförmig. Was der Sinn an dieser ganzen Geschichte ist, ich mache mal kurz Licht an, damit ihr mich wieder seht. Ist natürlich einerseits, dass wenn wir, wie gesagt, uns irgendwo verteilen, weil wir nicht überall gleichzeitig sein können und quasi nicht jeder einfach nur mit einem K2 immer rumrennen kann, man damit lokal was aufstellt, sondern hat auch den großen Vorteil, man kann den Bereich abdecken. Sprich, ich könnte das jetzt hier hinstellen, da noch eins, in die Richtung zu euch, nach hinten vielleicht noch ein paar und könnte damit quasi eine Art Tracking machen.
Wenn ich damit quasi ein ganzes Feld aufbaue, kann ich sehen, wie sich jemand bewegt. Das heißt, es geht jemand lang, zack, der ein Magnetfeld absondert und man weiß, okay, der steht gerade hier. Dann läuft er meinetwegen vielleicht hier weiter. Ich habe das nächste drüben eventuell aufgebaut. Dann wird es dort wieder reagieren. Oder er geht zurück. Dann haben wir wieder das Licht hier. Damit können wir auch dann quasi genaue Bewegung feststellen. Und was interessant ist, wenn es denn dazu kommt, dass man eine lokale Entität hat, die immer wieder dasselbe macht, lässt sich damit super protokollieren, wie diese Entität verfährt. Und damit, sag ich mal, der Verbindung zu der Geschichte, die man eventuell hat, kann man dann quasi eine Art kleinen Tagesablauf eventuell nachstellen. Das ist quasi der Sinn von diesem Paralight. Ich stehe mal wieder auf. Und damit habe ich euch quasi dieses Tool gezeigt, was ihr auf einigen von unseren Untersuchungen sehen werdet, damit ihr auch mal wisst, wie das funktioniert. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr euch sagt, was euch gefallen hat oder nicht. Und denkt dran, diese Untersuchungen kosten uns natürlich alle Zeit, Arbeit und natürlich auch Geld. Deswegen sind wir für jede Unterstützung sehr, sehr dankbar. Und wenn ihr gerne euch da beteiligen möchtet, findet ihr entsprechende Links dazu in unserer Videobeschreibung und natürlich auch zu unseren ganzen Social-Media-Sachen. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich und sage erstmal Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einer eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.